Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch, wie ich meine Thumbnails für YouTube bearbeite und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Es ist wirklich kein Hexenwerk, es ist super einfach. Alles, was ich dafür brauche, ist die kostenlose App oder das kostenlose Programm Photoscape. Und ich mache das immer so, dass ich die Dateien, die ich verwenden möchte, schon mal auf meinem Laptop, auf meinem Schreibtisch speichere, damit ich da einfach ein bisschen schneller drankomme und die Sachen schneller finde. Als erstes nehme ich mir das Bild, was ich mir ausgesucht habe, und füge das beim Ausschnitt, also unter Ausschnitt ein. Und nehme dann das Tool Lasso und gehe damit einmal quasi um meine Silhouette herum, um mich quasi auszuschneiden, also um so ein Cutout zu erzeugen. Dann gehe ich auf Maske umkehren und mache mit dem Pinsel noch so ein paar Feinheiten, damit das einfach ein bisschen ordentlicher aussieht. Wenn ich dann damit fertig bzw. zufrieden bin, speichere ich das Ganze erstmal ab und mache mit dem nächsten Bild weiter, wenn ich da quasi noch ein Cutout haben will. Und da mache ich wieder genau dasselbe. Erstmal mit dem Lasso den groben Schnitt und dann mit dem Pinsel nochmal so ein paar kleine Feinheiten. Als nächstes gehe ich oben auf Bearbeiten, suche das Bild raus, was ich als Hintergrundbild haben möchte und gehe oben bei Bild einfügen rein und ja, werde meine Cutouts dann hinzufügen. Und dann ist es meistens so, dass ich halt noch einen Text über dieses Textsymbol hinzufüge und dann eigentlich nur herumprobiere, wie es mir so von der Aufteilung her halt einfach am besten gefällt. Und am Ende habe ich dann noch so einen Banner in den Hintergrund gepackt und den kann man in den Hintergrund verschieben, indem man da eben auf ja, Ebene nach hinten verschieben geht. Und das ist auch schon alles. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch so sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!